nehmen wir da, wo der Fuß vorne ist, auf die Hand nach vorne, ja? Man schlägt mit den vorderen beiden Fingerknöcheln, weil wenn man mit den Finger schlagen würde, die geben danach, dann kann man sich brechen, also eher mit dem Knochen, von dem Handknochen. Und der Schlag ist ungefähr auf Schulterhöhe. Genau. Die andere Hand ist an der Hüfte, auf der Schulter. Wenn man die Schläge wechselt, dann dreht man den hier ein, dass der Daumen nach oben zeigt und führt ihn zur Hüfte und der andere schlägt, genau, die Handfläche nach oben. Das macht man gleichzeitig, also dass man eine Gegenbewegung hat zu der Schlagbewegung. Genau. Ich mache jetzt mal ein paar Schläge und ich gebe ein Kommando, das ist immer I und dann mache ich Schlag. Okay. I, I. Das kann man jetzt verbinden, indem man noch nach vorne geht in dieser Stellung. Da geht man erst von dem hinteren Bein zum vorderen Bein ranziehen und dann nach vorne wieder breit in die Stellung. Genau. Und dann kennt ihr Schlag. Genau. Ich gehe jetzt mal schön zur Übung hin. Jetzt gehe ich mal oder gehe nach vorne und dann kennt ihr Schlag. Ich. 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 Aber wir haben nicht nur Schläge halt, sondern auch Tritte. Und der Tritte, wir machen das jetzt einfach aus der hohen Position. Der Vorwärtstritt ist, dass man zunächst das Knie ganz hoch nimmt, so hoch wie es geht halt, weil eigentlich will man halt sehr hoch treten. Und dann streckt man nur den Unterschenkel nach außen. Wichtig ist dabei, dass man bei der Fußhaltung, weil der Fuß ist komplett gestreckt, aber die Zehen werden nach oben, also ran zum Fuß gezogen, weil man halt mit dem Fußball drückt und nicht mit den Zehen, weil die halt wieder bewegen sich hin und die können halt stechen. Deswegen das ist ein bisschen schwierig am Anfang, dass man den Fuß halt streckt, aber die Zehen ranzieht. Genau. Jetzt sind alle das rechte Bein, also hoch, und dann ausstrecken und wieder ranziehen. Ja, jetzt kann man das schnell machen. Das muss man jetzt nicht lange vorne halten. Das ist eigentlich ein Schnappschlag. Das können wir auch aus der Vorwärtsstellung machen. Also geht alle nochmal in die Vorwärtsstellung, stehen zwei nach vorne. Genau, jetzt kann man auch mit dem hinteren Bein tritt man. Schlag, und dann vorne absetzen. E, tritt. E. 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 Und der Fuß, man tritt mit der Fußkante. Das heißt, man dreht den Fuß so leicht. Genau. Okay, das heißt, man zieht den Fuß zur Hüfte ran und steckt dann aus. Das ist noch schwieriger. Erst ranziehen, nach oben und jetzt ausstrecken. Genau, ich nehme das rechte Bein, schwinge das nach hinten und drehe ein bisschen nach hinten. Gut, und jetzt haben wir den Block nach oben, für eine kurze Stelle. Dazu nehmen wir die Seitenstellung. Wieder Schulter fein auseinander, Füße zeigen nach vorne. Und jetzt beim Block nach oben nehmen wir der Block, der Arm, Unterarm ist senkrecht, nee, waagrecht. Und man wird halt so blocken. Der, also der Daumen zeigt vom Körper weg. Genau, also, genau, richtig. Wenn wir jetzt wechseln, machen wir, der Arm, der geblockt hat, geht innen vorbei und der andere außen wieder zu blocken. Genau, ist immer so ein Wechsel. Dann würde der nach außen wegblocken. Das gehen wir halt über die Körpermitte drüber, weil wir wollen ja, weil der Stoß ja auf den Körper drauf, deswegen über die Körpermitte drüber hinaus und dann kommt der Block nach außen. Und die andere Hand ist wieder zur Gegenbewegung, die geht dann zur Hüfte. Und das Handgelenk ist hier so leicht abgeknickt. Genau, aber wieder in der Schlagbewegung.